Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Get Even. Ja, die beiden hatten hier irgendwie ein Problem und wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, jetzt werden wir nochmal von Red wieder begrüßt, oder? Da ist offen. Es geht auf den Hof. Okay. Doch nichts von Red. Okay, hätte ich jetzt gedacht. Haben wir hier eigentlich auch eine Karte? Hier haben wir keine Karte. Doch. I'm sure that wasn't there. Red, how are you doing this? Enough, Mr. Black. You are. An imprecision of the technology. Sometimes the pandemic. What the fuck? How is that even possible? You don't need to. You're a very real danger from your own mind. Proceed with caution. Hä? Da hinten läuft jetzt einer? Alter. Okay. Creepy. So, und die dürfen uns jetzt nicht sehen, oder wie? Das sind bestimmt nicht nur Puppen, das sind Menschen und wir denken, das sind Puppen. Ich will die nicht töten. Zum Glück leuchten die so unauffällig rot. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Steht genau dahinter. Ich hoffe, von hinten kommt jetzt keiner. Von hinten kommt einer. Fuck. Keine Chance. Keine Chance. Alter, die haben Waffen. Wollt ihr mich verarschen? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Hört mal auf! Alter, ich bin gleich da. Apologies, Oh Mr. Gott. Black. The Pandora can be temperamental. I assure you that all anomalies have now been dealt with from my end. For now. I'm getting tired of temperamental. We are dealing with a prototype, Mr. Black. View it as fascinating. Not tiring. Yeah, easy for you to say. You're not the one getting shot. Ja, ist so, ne? Alter, ich hab grad einen Erfolg bekommen. Überdosis. Toller Erfolg. Scheiße, jetzt konnte ich mich da draußen natürlich wieder nicht super richtig umgucken. Und hier spielt wieder die Melodie. Oh, und hier ist der Kunstraum. Da scheint jemand zu sein. Okay. Dürfen wir uns hier denn umgucken? Was haben wir denn hier? Kunsttherapie-Sitzungen. Mai, Gruppe 1, Patientenliste. Walter Kaufmann. Brainwerner, ja. XXXXX. Naja, die ganzen Patienten, die ja halt Kunsttherapie gemacht haben. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt für uns irgendwie wichtig sein mag. Drück mal F, dann geht das auch. Ich habe Angst, dass hier wieder irgendwelche Türen. Okay, momentan haben wir keine Türen, die zugehen können. Okay, und hier hat jemand irgendwas auf der Schreibmaschine scheinbar getippt. Früher habe ich Kleider aus menschlicher Haut angefertigt. Weiße Albino-Mäntel mit glänzenden Zähnenknöpfen. Schwarze Hemden aus feinstem afrikanischem Material. Sehnengürtel überzogen mit dem weichen Gewebe der Neugeborenen. Und ja, sogar mit fettgepolsterte Unterhosen. Bitte was? Die Wahnvorstellungen dieses Patienten waren extrem komplex, aber es waren nur Wahnvorstellungen. Mitunter wirkte er vollkommen gesund. Ich war der Meinung, die Therapie und die Medikamente würden wahre Wunder bei ihm wirken. Und dann war er eines Tages verschwunden. Ob er wohl geflohen ist, fragte ich mich, als ich vor der Herrentoilette stand. Unmöglich. Die einzige Person, die ich gesehen hatte, hatte rote Haare und sie sah ihm überhaupt nicht ähnlich. Hinter der Tür fanden wir dann die Hülle meines Patienten. Sie war so täuschend echt, dass alle darauf reingefallen waren. Und an der Seite hatte sie einen etwa halben Meter langen Reißverschluss. Alter, bitte was?
Na, super. Alter, diese Vorstellung alleine ist so krank. Hier haben wir Bilder, wunderschöne Bilder. Oh nein. Boom, Gun. Black, Ramsey, Grace, Jasper und Rose. Patient 219 hat es gemalt. Was? Das sind doch aber unsere Erinnerungen. Oder sind wir Patient 219? Habe ich das irgendwie... Vielleicht habe ich das verplant. Und wir sind Patient 219? Okay, da hinten kommt irgendwas zum Scannen. Ich glaube, das können wir scannen. Jo. DNA found. One matching profile. Patient 219. Das ist aus dem Blut von Patient 219. Ich glaube, wir sind doch nicht Patient 219. Aber wer ist Patient 219? Steht Patient 219? Hier um die Ecke? Puppenspieler. Wo steht denn der? Steht da? Darf der mich sehen? Okay, hier ist noch zu. Das ist so creepy hier wieder, ey. Okay, was haben wir hier noch? Sieht aus wie ein kleines Tagebuch oder sowas. All diese Gläubigen sind nicht wie ich. Wie dieser irre Kessel- und Hut-Typ. Die wollen dich alle nur verarschen. Die haben Tag ein, Tag aus mit ihren Glaubenskram zu tun. Sie beten und glauben und singen ihre bescheuerten Lieder. Ich würde ihnen wahnsinnig gern die Beine brechen und ihnen die Augen ausstechen. Und dann würde ich zusehen, wie sie ihren Ende entgegenkriechen, während einer nach dem anderen krepiert. Und dieser verfickte Gläubige mit seinem dämlichen Hut. Vielleicht möchte er einen Tropfen Gift in seinen Tee. Wie würde uns das wohl gefallen? Ja, das ist so halt so ein Standard-Tagebucheintrag. Das ist nichts Besonderes. Okay, wer steht da? Irgendjemand steht da um die Ecke. Alter, der haut uns doch jetzt eine über den Kopf, oder? Der ist da drinnen. Ach! You again. Der Hutmacher. In from the garden. Oh, are you enjoying the party? Shall I let you in? Open the gas flap. Yes, yes, yes. I would. Only someone's turned off all the water. If only someone let the cat could turn it back on. Do I look like a fucking plumber? Open the door. Yes, that's what we need. Missing in 2011. You can. I open the door. The button's right here. I need to push it. Oh, he must have tea. Ich check noch nicht ganz. Ist er denn der Puppenspieler? Das check ich noch nicht so ganz. Kann aber auch gut sein. Ich hätte ja eher auf den Doktor getippt. Okay, und nun? Aber wir können auch hier noch irgendwo was scannen. Wo können wir denn hier was scannen? Kommt vielleicht noch. Haben wir hier? Ach, hier hat er sein Wasser. So. Ich weiß es. Where the pipes lead, nobody knows. Give them a twist and the water it flows. One down, but how many more? Quickly now, quickly, and I'll open the door. Noch mehr? Okay. Ich brauche noch mehr Wasserleitungen. Hier fließt es ja auch schon, ne? Hört sich so an. Ich glaube, das fließt. Und hier holen wir die Lampe raus.
Hier fließt auch noch Wasser. Hier mal eine Sicherung, okay. Hier können wir irgendwas scannen. Nee, doch nicht. Da hier voll PC-Raum. Ah. Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob wir das zwei oder einmal, keine Ahnung. Wir gucken mal erstmal hier, was hier liegt. Ich höre Wasser fließen. Der neue Prototyp ist 10-mal besser als der vorherige, aber es braucht noch eine Menge Arbeit, bis er effizient arbeitet. Mein Testkandidaten G war zunächst von den Ergebnissen fasziniert, aber nach 15 Minuten in der virtuellen Gedankenwelt zeigte er erste Anzeichen der Cyberkrankheit. Er war desorientiert und panisch. 20 Minuten nach Beginn des Experiments begann er, sich unkontrollierbar zu übergeben, sodass ich die Sache abbrechen musste. Immerhin hat er überlebt. Ich bin erschöpft, aber ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich bin ganz nah dran. Ich kann jetzt nicht aufhören. Er, Red. Der Red und seine Experimente hier. Ja doch, hier, das können wir scannen, ne? Keine Treffer. Oh, hier sind ja auch noch Sachen. Was ist das? Ach, die Computerschaltung. Computer 1, Server Group. Okay, brauchen wir das? Wofür brauchen wir das? Serververbindungsschema. Tja, mal gucken, ob wir das noch brauchen irgendwann. Was haben wir hier? Sein Hirn hat Schaden genommen, aber es könnte dennoch funktionieren. Der Temporallappen ist gänzlich inaktiv. Er müsste zumindest die Bewertungsphase überleben. Und so hoffe ich herauszufinden, was er über die Geschehnisse mit Grace wusste. Es wäre echt mal interessant zu wissen, wer da auf der Liege lag. Denn Grace ist die aus dem Lagerhaus, die Kleine, die wir versucht haben zu retten. Ja, mal gucken. Wir suchen erstmal weiter nach den Leitungen. Hier haben wir irgendwo noch... Oh Gott. Ich weiß nicht, warte mal. Die müssen, glaube ich, alle nach links gedreht werden. Das war es heiß. Du hast es geschafft. Ja, alles klar. Du hast es geschafft. Die Party. Ja, wir haben die Party gerettet. Okay, ihm geht da unten einer ab. Das freut mich natürlich für ihn. Aber wir gucken erstmal, was wir hier noch haben. Was ist das denn? Begläubigte Kopie einer Geburtsurkunde. Meldebezirk Birmingham, geboren 1993 im Stadtteil so und so. Datum... In dem Hospital, Vorname Grace, die wir retten wollten. Geschlecht weiblich, Name, Familienname des Vaters Robert Ramsey. Der vom Amersham, den wir beklaut haben, das war der Vater von Grace. Okay. Robert Ramsey ist der Vater von Grace. Familienstand der Mutter, Leonor Ramsey. Beruf des Vaters, steht nichts drinne. Unterschrift, ja, Wohnsitz, bla. Okay, das ist krass. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie Jasper damit rein gehört. Und die andere Olle, die war. Wir hatten auch unten das Bild, wo wir alle abgebildet waren. Ich glaube, wir hängen alle irgendwie zusammen. Jetzt wissen wir immerhin schon mal, wo Grace hingehört. Warum, weiß ich jetzt nicht. Warum, wir haben ihn ja erst beklaut. Und dann versucht, seine Tochter zu retten. So ein Frauenarztstuhl. DNA found. One matching profile. Lenore Ramsey. Okay. Neue SMS erhalten. Die Welt ist kein guter Ort, sodass alle, die hier leben, Punkt, Punkt, Punkt.
bei klarem Verstand die Abwesenden nicht betrauen. Punkt. Hä? Okay. Unbekannt. Okay, und was haben wir hier noch? Wir hören rein. I need to fix this. I will not accept what happened to my daughter. Nor will I live with a wife who holds me responsible. I will find whoever did this. So Lenore will see the truth. So she will forgive me. And so things can go back to the way they were before all this. Okay, die Nachricht, die müsste jetzt eigentlich von Robert Ramsay gewesen sein. Wie hieß denn unsere Frau nochmal? Wir müssen unbedingt nochmal in dieses Archiv zurück. Und da können wir uns ja nochmal alles angucken. Vielleicht können wir uns da noch so ein paar Puzzleteile zusammensetzen. Wer jetzt wie zusammengehört. Ich habe den Namen unserer Frau vergessen leider gerade. Na gut, wir gehen mal runter zu dem Typen zurück da und... Ja, schauen mal, was der da so hat. Oh, das ist echt spannend gerade irgendwie so ein bisschen. So dieses Ganze herauszufinden, wie was zusammengehört. So, Keule. Wo bist du? Little Black Cat. You stuck to your promise, so I'll stick to mine. Do come inside, you look like you've been through the mill. Lass uns wirklich rein. Alter, kommt hier klar? Explosion near Brent Green? Weiße Bilder. Na, das wird mein neues Lieblingslied. Okay, was haben wir hier? An Robert Ramsay. Gedankenvisualisierung, Headset, RR. Robert Ramsay 003 wahrscheinlich. Hallo Rob, alles in Ordnung? Du gehst nicht ans Telefon und wir machen uns alle furchtbar Sorgen. Dein Team ist fantastisch und ich weiß, dass sie alle Tag und Nacht arbeiten. Aber wir brauchen deine Kenntnisse, um das Gerät zur Marktreife zu bringen, damit es der verdiente Erfolg wird. Wir müssen vor der Veröffentlichung alle bei den Testern festgestellten VR-Krankheitssymptome ausschalten und die größeren Fehler beseitigen. Bitte nimm Kontakt mit uns auf. Ohne dich schaffen wir das nicht. Bis bald, Scott. Sag mal, der Robert Ramsay, ist der vielleicht der Red? Weil der meinte ja auch oben, er will alles tun, um herauszufinden, was passiert ist. Cole Blake hat Grace Ramsays Entführung untersucht. Er sagte, er wolle die Sache auf eigene Faust aufklären, ist aber daran gescheitert oder wollte vielleicht scheitern. Hat eine Vorgeschichte mit verschreibungspflichtigen Opiaten und verlor oft den Bezug zur Realität. Er sagte, er wisse nichts über eine Untersuchung von Jasper Prado und Rose Atkins. Er kann sich nicht daran erinnern, dass er die in die Entführung involvierten Personen persönlich kannte. Inwieweit kann man ihm trauen? Okay, so langsam ergibt sich ein Bild und mir ist gerade auch eingefallen, wie die Frau von uns hieß und es war nicht unsere Frau. Leonore war das. War noch in dieser einen Erinnerung, wo die das Kind bekommen haben. Das war eine Erinnerung, glaube ich zumindest jetzt, von Robert Ramsay, in der wir drinne waren. Weil in dem Brief stand doch drinne, dass Leonore, also in, oben in dem, in der Geburtsurkunde, dass Leonore die Mutter war. Und in der Vision hatte Leonore gesprochen. Cole Blake war zum besagten Zeitpunkt am Tatort. Warum war er dort? Jasper Prado wurde... Alter, wie abgeht gerade? Wurde ein paar Stunden vor der Explosion ermordet. War er in die Sache verwickelt? Jared Porter zu Prados Fall von der Polizei vernommen. Was weiß er darüber? Roger Howard...
gibt sich bestimmt nicht mit dem mit der Drecksarbeit ab. Wir brauchen belastende Beweise, bevor wir gegen ihn vorgehen können. Alter, Junge, komm klar da langsam. Chill mal, wie er abgeht. Okay, aber ja, jetzt, okay, dann müsste, oh, ich hoffe, ich muss das gerade mal nochmal alles zusammenreimen mir und dann mir einen klaren Kopf verschaffen. Oh, Junge, ich werde hier dann auch mal eine Aufnahmepause machen und das alles mal kurz sacken lassen. Gut, dann hören wir uns noch das Tonband da an. You gotta get me out of here, mate. They started talking behind my back. I can hear them. I think they know. Fuck, if that's true, I'm done. Get me a transfer to a different prison or bail me out or... I don't know, you're the fucking counselor, aren't you? If I don't get out, I'm dead. Jo, so viel dazu. Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann... Ah, jetzt beruhigt er sich langsam. Oh nein, es geht halt. Alles klar, okay. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder bei Get Even. Bis dann. Bye, bye.